Einen wunderschönen guten Morgen euch allen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Was sagst du, Fini? Die freut sich auch. Wir sind zurück am großen Fluss. Es ist Herbst und dieses Jahr, glaube ich, das erste Video, was hier entstanden ist, war Ende Februar. Da hatte ich Battle Cat das erste Mal dabei. Ich hoffe, ihr könnt euch erinnern. Ich verlinke es euch mal hier oben. Und jetzt bin ich im Herbst wieder da. Die Herbsttouren stehen an und wir haben noch wirklich eine ganz, ganz verrückte Wetterlage in Italien. Also ich kann gleich meine Fließjacke ausziehen, die ich heute Nacht auf dem Brenner bei der Herfahrt anhatte. Da war es noch echt zapfig, aber hier ist wirklich jetzt schon, wir haben morgens um 9 über 20 Grad. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen für die Herbstfischerei. Momentan ist hier noch ein mega Chaos. Ich bin gerade dabei, das Boot vorzubereiten. Gleich kommt es ins Wasser. Wir laufen mal schnell durchs Camp. Ich zeige euch mal den Fluss. Guckt mal, das ganze Chaos. Aber das ist gleich geordnet. Hier sitzen die ganzen Jungs. Die kamen gerade vom Angeln rein. Ja, und hier unten ist der Fluss. Viel geändert hat sich nicht seit dem Frühjahr. Klar kam dieses Jahr zum Glück ein paar Wasseranstiege durch, aber mittlerweile ist der Fluss wieder auf einer fallenden Phase. Also es kam ein Anstieg von 3 Metern die letzte Woche, geht aber jetzt wieder zurück ins Wasser. Ich bin wirklich gespannt, was die Temperaturen sagen. Denn Herbstangeln ist ganz wichtig, dass wir langsam die Abkühlung haben, dass das Wasser von 20 Grad langsam abfällt. Dann schieben die Wälse wieder Kohldampf und genau das haben wir vor. Wir schauen gleich aufs Echolot. Ich bin gespannt. Jetzt erstmal Chaosbewältigung. Dann kommt Battle Cat ins Wasser und wir gehen heute definitiv noch angeln. Bin zwar hundemüde, 10 Stunden durchgefahren. Finny ist fit, die kümmert sich ums Angeln. Die hat gepennt neben mir. Nee, Quatsch, das schaffen wir. Deswegen sind wir auch hier. Ich nehme euch mit, seid gespannt. Boot kommt ins Wasser und dann gehen wir raus. Herbstangeln auf Wels steht an. So, bevor die Reise beginnt, brauche ich natürlich noch ein bisschen Energie. Ich habe mir von Holy so ein komplettes Überlebenspaket bestellt, jetzt für die Herbsttouren. Einmal eine XXL-Packung Fruity Frog, Mega Energy Drink. Dann, was haben wir hier? Großes Paket Eistee und natürlich die Taster Packs. In den Taster Packs findet ihr alle Sorten mal zum Durchprobieren. Die kommen bei meinen Mitanglern immer sehr gut an, weil da können die mal testen, was denen so schmeckt. Gesunde Energy Drinks und dazu noch einen Shaker zur Zubereitung. Und das könnt ihr zu Hause natürlich auch. Entweder Taster Pack oder wenn ihr schon wisst, was euch mundet, so eine XXL-Packung Energy oder die Eistees, schaut mal in der Videobeschreibung, da findet ihr, was ihr braucht. Ich baller mir jetzt einen Shake zusammen und dann geht's an den Kran, das Boot reinlassen. Ja, noch ist hier Closed Gate, geschlossene Veranstaltung, aber jeden Moment startet der Kran und hebt Battle Cat zum Finale des Jahres zu den Herbsttouren jetzt ins Wasser. Also aktuell ist wirklich verrückt. Wir haben Mitte Oktober und ja, ich fange jetzt hier richtig an zu süffen in meinem Fleece-Pulli, also es ist richtig warm. Gefühlt 25, 28 Grad, vielleicht sogar noch wärmer. Wir krabbeln mal hier rüber. Gucken, ob wir hier durchkommen. Ja, und hier ist er. Der Endgegner für uns Welsangler. Eines der wohl fantastischsten Gewässer, den wir uns stellen können. Mit einer fantastischen Landschaft, fantastischen Fischbeständen. Ja, und hier konnte ich auch im Frühjahr, im April diesen Jahres, diesen Rekordfisch fangen mit 281 cm bei meinen Touren. Viele, viele 100 Kilo Fische kamen in dieser Phase. Und jetzt sind wir zurück. Es ist Herbst.
und bin gespannt, was die nächsten Wochen für uns hier bereithalten. Es wird auf jeden Fall spannend, denn das Wetter wird definitiv, hoffe ich auf jeden Fall, nicht so gut bleiben. Denn schlechtes Wetter bringt dicke Fische mit sich. Diejenigen, die mein Startvideo dieses Jahr hier gesehen haben, können sich vielleicht noch erinnern, da drüben hat eine richtige Sandbank rausgeschaut, die ist weg. Und das ist ja das Fantastische an diesem Fluss. Ja. Permanent verändert er sich, verändert er seinen Lauf, seine Struktur, Strömungsverhältnisse und damit auch die Zugrouten der Fische. Ja, wir werden es erleben. Jetzt kommt das Boot rein und dann starten wir. Ich hoffe, ich denke, ihr hört es an meiner Nase. Ich bin irgendwie ein bisschen verschnupft. Ich habe einen leichten Schnupfen aus Deutschland mitgebracht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht noch schlimmer. Aber ich denke, frische Luft ist das beste Heilmittel auf diesem Wege. Ja? So, Abfahrt. Ja, da hat man so eine schöne Van Klaas Rolletrailer, aber nutzt einem hier nichts, denn hier braucht man eine Krananlage. Es gibt keine Slipanlagen hier am Mittellauf, die würden durch den permanent schwankenden Wasserstand nur versanden und wären sinnlos. Und gleich lernt Battlecat das nächste Mal wieder fliegen. So, ganz wichtig, auch wenn ihr einen Haufen Euphorie habt, Weste nicht vergessen. So, Finny, wo sind die Welse? Wo sind sie? Ja, die Spannung steigt nicht nur bei mir, auch bei Finja. Und jetzt schauen wir mal auf die Wassertemperatur. Noch über der 20 Grad Marke. Das kann knifflig werden. Aber abwarten. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass wir ein schönes, gemütliches Plätzchen für die erste Nacht finden. Ich bin ziemlich groggy, aber ihr kennt mich, geangelt wird auf jeden Fall. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid, mit auf die Reise geht, hier zur Herbstfischerei, zum Saisonfinale am großen Fluss. Auf geht's auf Wallerjagd. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. So, Dille, später Nachmittag, aber wir haben alles soweit zusammengerafft. Natürlich immer noch ein bisschen Chaos an Bord, aber ein bisschen was aussortiert, Nötigste mitgenommen. Drei Ruten, noch eine Spinnrute, falls wir irgendwo einen Rapfen sehen, und eine Fiederrute. Ein paar Köfis müssen wir uns noch fangen. So, und jetzt heißt es allerhöchste Eisenbahn, 3 Stunden haben wir noch Zeit, dann ist es dunkel. Aber was soll man sagen, bei so einer Wetterlage, ne? Ich bin im Herbst hier schon gestartet im Dauerregen bei 7 Meter Hochwasser. Jetzt haben wir knapp unter Normalstand. Ich habe immer noch das T-Shirt an, 16 Uhr. Wenn jetzt noch ein Fisch kommt am ersten Abend, besser kann es ja nicht laufen, ne? Abfahrt.
finde ich die Welse. Ja, das Scooterrad teuer wie immer, ne? Der Wasserstand ist circa 1 Meter höher, als ich das letzte Mal hier war. Wir haben jetzt Mitte Oktober. Letzte Mal war ich hier Ende April, wo wir diese grandiose Big Fish-Reihe hier abfeiern durften. Aber wir haben halt auch eine ganz andere Wassertemperatur jetzt, eine ganz andere Bedingung. Die Fische haben den ganzen Sommer über gut gefressen und das Wasser ist immer noch sehr warm. Ich bin jetzt ein ganzes Stück Fluss abgefahren und habe jetzt überlegt, Naturufer oder Steinpackung. Und ich habe eine ganz verrückte Idee. Im Frühjahr, das Video, was ich euch zum Anfang verlinkt habe, habe ich an einem Platz angefangen, die Saison dieses Jahr, wo flussab eine lange Steinpackung war und oben so ein bisschen Totholz. Und in dieser Steinpackung kam morgens im Nebel ein echt starker Fisch. Und das wäre doch eine coole Idee, mal ein cooler Versuch, an diesem gleichen Platz, wo ich damals im Februar begonnen habe, jetzt die Herbstsaison einzuläuten. Wir haben jetzt zwar andere Bedingungen, sieht alles ein bisschen anders aus, wir müssen es uns mal anschauen. Aber ich glaube, das könnte doch eine ganz spannende Story geben, ne? Vielleicht begrüßt uns wieder an diesem Platz der erste Fisch. Ich bleibe auf dem Boot, ich mache mir nicht viel Stress, ich muss nichts ans Ufer schleppen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht mal heute Nacht mein Bootsfeld aufbauen. Der Himmel sieht relativ sauber aus, keine Wolken. Der Wetterbericht zeigt keine Regenschauer. Da bin ich ruckizucki fertig. Schnell das Boot herrichten, Matratze drauf. Schlafdecke raus und dann ballern wir die Routen raus. Das wäre doch der Wahnsinn, oder? Wenn der Plan jetzt noch mal im Herbst aufgeht. Am gleichen Platz, nur zu anderen Bedingungen. Gleicher Platz, gleiches Glück, wer weiß. Ja, ihr habt es, glaube ich, vorhin schon gesehen. Die Finny hat die Nase im Wind. Die riecht die Fische. Finny, ist hier Walla? Ja, ist auf jeden Fall tiefes Wasser. 5 Meter haben wir jetzt hier schon. Draußen im Fluss war es sehr flach. Hier überall das Totholz. Das erkennt ihr vielleicht wieder. Natürlich sieht dieser Platz jetzt komplett anders aus als im Frühjahr. Alles ist grün. Es kam noch ein bisschen Holz dazu, was hier den Fluss runtergetrieben ist. Aber ich erkenne meine Plätze wieder. Und da unten ist dieses Schild. Da hatten wir das Boot festgemacht und auf einer Sandbank gesessen. Ja, da kam der Sandrücken noch raus. Und jetzt ist das Wasser natürlich ein bisschen höher. Aber es sieht doch spannend aus. Ich glaube, das probieren wir. Wir werden uns nun ein bisschen weiter oben hinsetzen. Damals waren wir irgendwo auf der Schildhöhe hier und haben runter zu uns geangelt. Jetzt werde ich das Boot hier oben irgendwo in diesen Bäumen verstecken, damit ich keine Scheuchwirkung habe. Und hier entlang die Ruten runterziehen. Das sollte klappen. Mega, mega. Das wird ein heißer Herbst. Tiefes Wasser. Und guckt mal hier. Überall Futterfisch da. Das probieren wir aus. Auf, abparken. Finny will auch mal ein bisschen springen. Die war die ganze Nacht im Auto. Wohlgemerkt ausgeruht und gut geschlafen. Aber das sieht doch gut aus. Auf jeden Fall nach einem Platz suchen, wo Finny ein bisschen raus kann und ein bisschen rennen kann. Vielleicht gibt es ja einen Fasan zum Abendessen. Nein, war natürlich Spaß. Finny bekommt ganz normales Trockenfutter. So, aber hier können wir doch schön das Boot, glaube ich, hinten drin verstecken. Kann Finny ein bisschen oben rumrennen und das Boot sieht nicht gleich aus wie Sau. Hier parken wir uns rein. Könnt ihr mal in die Videokommentare schreiben, ob ihr auch an so einem Platz euch einfach einparken würdet.
Ich finde es mega. So, jetzt müssen wir nur vorbeikommen. So, da fahre ich schön schräg ins Ufer jetzt hier rein und setze einen Anker und mehr brauche ich gar nicht. Das Boot schön versteckt. Bumm. Und Fini, geh mal gucken. Ich bin mich jetzt gerade hier vorne mit der Schnauze fest. Kann ja nicht viel passieren. Weg können wir nicht. Dann können wir schön hier runter angeln. Oder was meinst du, Fini? Ja? Vorne festmachen. Und fertig für die Nacht. So, optimal, oder? Ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich beim Friseur war? Die langen Fransen sind ab. So, jetzt erkläre ich euch mal, was ich vorhabe. Hier haben wir ganz normal geparkt, einfach einen Anker reingeschmissen. Und hier werden wir runterangeln. Mein Boot ist schön versteckt hinter dem umgefallenen Baum hier. Hier ziehen wir drei U-Post-Montagen runter. Und dann geht das los. So, Fiederrute nochmal schnell rein. Mal gucken, was wir kriegen. Ob wir was kriegen. Daumen drücken. Action. Uiuiuiuiuiui. Ein Kettwiesel. Die beißen hier wie Sand am Meer die Teile. Aufpassen. Die haben Stacheln. Und knurren. Zum Glück hängt der schön weit vorne. Hier vorne. Die Brustflossen sind scharfe Stacheln dran. Und hier an der Rückenflosse ist auch ein richtiger Dorn. Ja, von den Teilen fangen wir hier genug. Ich werde jetzt nur mal weiter probieren. Ob wir vielleicht eine Güste oder eine Brasse kriegen. Ansonsten hängen wir die Teile hier drauf. Wer weiß, ja. Heben wir mal auf. Die stürzen sich wirklich auf alles. Made, Mais, Wurm, Boilies, könnt ihr draufhängen, was ihr wollt. Diese amerikanischen Wälse, die ballern alles weg. Und erreichen hier auch richtig stattliche Größen, ja. Wenn wir gute Köfis draußen haben, ist es schon öfters passiert beim Wälzangeln, dass es immer so komisch geklingelt hat nachts. Und wenn man morgens nachgeschaut hat, dann war hier so ein Teil dran. Oder ein ausgezutschelter, komplett verwamster Köfi, ja. Die ziehen dann die Augen raus, die beißen den Köfi von hinten an, ziehen die Gedärme raus. Also diese Catweasels nenne ich sie gerne, amerikanischen Katzenwälze. Ist echt eine Plage hier. Aber wer weiß, vielleicht sind es auch gute Köfis. Wir müssen nehmen, was wir kriegen. So, rucki zucki noch die Steine vorbereiten. Drei Stück, drei Ruten werden wir angeln. Das muss alles neben dem Fiedern laufen. Katzenwälse haben wir jetzt en masse gefangen und noch zwei kleine Güstern. Köder sollten passen. Ich werde die an der Haarmontage angeln. Da brauche ich auch keine Riesenköder. Ich muss jetzt halt nehmen, dass was da ist. Vor allen Dingen bei den noch aktuell hohen Temperaturen. Auf den Stein, das kennt ihr aber von mir, setze ich eine 40er Mono in doppelter Ausführung, also als Schlaufe gebunden. Wir haben hier am Platz ein bisschen mehr Strömung, damit ein schöner Widerstand da ist am Grund, wenn der Baller den Köder nimmt, dass schon wie so eine Art Selbsttageffekt entsteht. So. Testen, ob die Mono den Stein hält, dann ist perfekt. So, um jetzt doch keinen großen Fehler zu machen, bereite ich mir noch ein paar Ausleger vor, so ein paar kleine Reißleinenausleger für die Hecken, damit die Schnur auf jeden Fall nicht runterfällt. Ich muss ja hier vorne über diesen Baum drüber, der hier vor meinem Boot sitzt, mein Boot schützt. Ich zeige euch mal, was ich da genau mache. Ich nehme hier diese Reflektorausleger, nehme mir ein Stück alte geflochtene Schnur. Das hat jeder zu Hause. Einfach damit ich die Ablagepunkte nachts schnell wiederfinde, wenn ein Biss kommen sollte, ja, oder ein Platz sich als gut erweist. Mache hier unten eine kleine Schlaufe rein.
In die Schlaufe ziehe ich einen normalen Wirbel. Ganz einfach. Einfach einschlaufen. Zack. So sieht das Ganze aus. Ans Ende von dieser Schlaufe nehme ich jetzt eine dünnere geflochtene, eine 38er. Hat so 10 cm ungefähr. Mache mir ans obere Ende eine Schlaufe. In die Mitte einen Knoten als Sollbruchstelle, damit die relativ schnell knallt. Soll ja nur meine Schnur auf den Hecken halten, falls ich jetzt keinen perfekten Ablagepunkt hier in den Ästen am Ufer finde, um die Schnur umzulenken. Hänge dieses Stück Reißleine in den unteren Wirbel einfach ein. Und ans Ende kommen unsere Easy Clips. Das sind diese kleinen Karabiner, die kann ich dann schnell beim Vorbeifahren in meine Hauptschnur einhängen. So sieht das ganze System jetzt aus. Hier wird meine Hauptschnur eingeklinkt, nachdem ich die U-Pose abgelegt habe. Warum ich das mache oder an welchen Plätzen ich das mache, seht ihr jetzt gleich, falls es zum Einsatz kommt. Und wenn der Fisch dann beißt, knallt hier dieser Bereich durch und ich kann den Waller trotzdem problemlos frei drillen. So, eigentlich soweit jetzt alles vorbereitet. Steine haben wir, ein paar Köfis haben wir. Vorfächer müssen wir noch schnell bauen und dann raus aufs Wasser. Sonne geht jetzt schon langsam runter, ist immer noch krass warm für die Jahreszeit. Aber das Jahr 2023 war sowieso ein verrücktes Angeljahr, für mich jedenfalls. Bin gespannt, wie das zu Ende geht. In unserer Bootstasche finden die ganzen Utensilien Platz, die wir brauchen, auch draußen auf dem Wasser. Passt alles problemlos rein. Ausleger sind vorbereitet. Schere machen wir wieder in unseren Clip, da kommt sie nicht weg. So, und jetzt geht's ans Vorfach bauen. Wir müssen es ein bisschen durchtesten. Auf jeden Fall klar, Tannenbaum 10 Gramm, Tree U-Pose. Einer Rute montieren wir den Pilz. Dann nehmen wir noch zwei Mikro-U-Posen. Die haben schon oft genug ihre Fängigkeit unter Beweis gestellt. So, wir haben jetzt mal Gaudi halber alle drei U-Posen-Modelle montiert. Mikros, Tree und den Pilz. Mal gucken mal, wer das Rennen macht. Wenn überhaupt eine Aktion kommt. Aber ich glaube schon, ja. Wir haben da ganz verschiedene U-Posen-Modelle jetzt drauf. Ganz unauffällig die Mikros. Die Tree U-Pose ist ja bekannt für ihre Wasserverwirbelung. Und jetzt unseren neuen Pilz, den kennen sie definitiv hier im Fluss noch nicht. So, und dann können wir anfangen. Dann müssen die Ruten jetzt ins Wasser. Vorne habe ich natürlich eine Schlagschnur montiert, hier in dieser Steinpackung, in dieser Rinne. Ganz wichtig hier Safety First, das Zeus Universal Leader in der 80er Stärke, da darf nichts anbrennen. Ich werde die Köder direkt in diese Packung reinlegen. Da kann es natürlich sein, dass ihr irgendwas Scharfkantiges unter Wasser trefft, wo dann auch euer Köder später präsentiert wird. Und wenn der Waller dann da drauf ballert und ihr habt keine Safety Zone, keine Schlagschnur, kann es natürlich sein, dass er eure Hauptschnur sehr früh euch durchballert. So. Okidoki, dann sind wir startklar für unsere erste Nacht
hier im wunderschönen und eigentlich noch viel zu warmen Herbst, Oktober 2023. Auf, ab aufs Boot. Nach unten hin wird die Steinpackung immer tiefer. Wir haben hier fast 7 Meter. Und hier irgendwo in den tiefen Bereichen, im Tiefzug, werden wir die erste Route präsentieren. Da seht ihr, dass die Steinpackung nicht gleich verlaufen. Hier kommt wieder so ein kleiner Zug hoch, ein kleiner Huppel. Die erste Route werden wir mal richtig in die Höhle des Löwen setzen. Ganz schön weiter Weg zum Boot hoch und das Boot ist sehr gut versteckt. Genau hier rein in diese abfallende Kante probieren wir den Köder zu setzen. So, und ich glaube, jetzt versteht er schon, für was ich diese Umlenker brauche. Weil ich möchte meine ausgelegte Schnur auf direktem Wege nach dem Ablegen der Montage hier über diese Äste zum Boot nach oben zurücklegen. Und damit die auf keinen Fall runterfallen kann, binde ich mir jetzt hier diese kleinen Ausleger rein. Schön knapp über der Wasserkante anbinden. Hier können wir dann unsere Montage umlenken, hoch zum Boot zurück. So, aber jetzt erstmal Fisch und Stein ins Wasser, schön runter an die Kante. So, jetzt fahren wir auf direktem Wege hier zum Ausleger und klinken einfach unsere ausgelegte Schnur da ein. Zack, so soll es aussehen. Und dann schön unter Spannung zurück zum Angelplatz. Und beim Zurückfahren hier diese Bäume am Ufer nutzen. Schön hier mit drauflegen. Kommt die Schnur schön aus dem Wasser raus. Und die erste Route sitzt. Stückchen dran, Knicklicht ohne Schnickschnack. Wir pennen eh im Boot. Kriegen bei jedem Twist mit. So. Leicht anspannen, eine leichte Spannung drauf haben. Brauchen gar nicht viel Spannung, wenn nur das leicht angespannt ist. Bremse nochmal kontrollieren von der Rolle. Stellt sie nicht zu fest ein, wenn ihr in der Packung angelt. Guter Fisch, der kann ruhig ein bisschen Schnur bekommen, aber trotzdem so, dass es schön Zug hat. Dass ihr eine Chance habt zu reagieren. Die nächste Route, 2 kleine Mikros hintereinander geschaltet. Und so arbeiten wir uns jetzt hier diese Steinpackung hoch. So, das mache ich jetzt schnell alleine. Die Sonne ist fast weg, ich muss ein bisschen Gas geben. Ich denke, ihr habt jetzt verstanden, was ich vorhabe und wir sehen uns gleich wieder. Ihr passt auf jeden Fall jetzt mal hier im Boot auf, dass hier nichts scheppert, während ich mit dem Boot draußen bin. Bin allein unterwegs, damit muss man immer rechnen. Abfahrt!
Was ein herrlicher Abend. Schaut mal da oben. Der Sundowner. Wahnsinn. Drei Ruten sitzen. Jetzt lasse ich hier Ruhe einkehren. Schauen wir mal, ob wir in der ersten Nacht am altbewährten Platz vom Februar nochmal Glück haben. Ich räume jetzt erstmal noch das Chaos hier auf. Und dann müssen wir wirklich mal zur Ruhe kommen. Unser Jagdhund ist erschöpft. Die pennt schon wieder. Die ist ja auch die ganze Nacht gefahren. Da muss ich jetzt einmal schlafen. Delfini, hä? Für dich ist es genauso anstrengend manchmal. So, jetzt machen wir beide uns hier einen gemütlichen Abend. Und wir sehen uns wieder, spätestens wenn die Rudenspitze krumm geht. Bis zum Biss. Es ist einfach schön, hier draußen zu sein. Ganz alleine. Ganz egal, ob da ein Fisch beißt oder nicht heute Nacht. Das ist Leben, das ist Abenteuer. So, schaut mal, wie gemütlich wir uns es hier gemacht haben. Fini passt noch auf, weil im Hintergrund ein Fasan schreit. Und auf jeden Fall, dass uns das Nutria hier nicht anfällt. Die Köderfische sind aktiv. Und die Mücken sind auf jeden Fall auch aktiv. Fini, was sagst du? Kriegen wir einen Fisch in der ersten Nacht? Da ist schon einer gesprungen eben. Ein Baitfisch. Also Fischaktion ist da. Guck mal hier, wie spannend das aussieht hier in den Bäumen. Ja, ich weiß. Du bist jetzt fit, ne? Du hast den ganzen Tag gepennt. So, aber ich werde mich jetzt hier hinballern. Ich habe euch ja auch schon gesagt, ich mache heute überhaupt keinen großen Act. Zelt aufbauen oder irgendwas braucht man nicht bei dem Wetter. Es gibt ja nichts Schöneres beim Angeln als so unter freiem Himmel hier. Direkt hinter den gespannten Ruten zu schlafen. Ich habe mir gerade so ein Bedshare-Cover hier über die Matratze geschmissen, wasserabweisend. Ja, Fini, du willst da rein? Na komm, dann gehen wir da rein. Komm, gehen wir beim Papa ins Bettchen. Mach Platz, auf. Ja, mach dir deine Höhle, bis ich dann komme und dann gehst du rüber auf deinen Platz. Bist auch gut geschützt vor den Mücken. Ja, die Mücken sind noch gut unterwegs, aber auch kein Wunder bei der Hitze hier. Okidoki. Aber jetzt machen wir aus und kommen ein bisschen zur Ruhe. Daumen drücken, bis zum Biss. Ja, der ist der erste. Mega. Den lassen wir direkt wieder abzischen. Im Morgengrauen passiert da plötzlich was. Das ist nicht der Köfi. Na komm, 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 komm. Jetzt geht's. Na komm, packen dir. Durch. Abfahrt. Die ganz weite Rute unten. Ja,
schon mal kurz wach im Sonnenaufgang. Aber am 8 Uhr, da klappert's. Seht ihr, wie schön die Schnur jetzt von den Hecken da runterfällt? So lauft ihr natürlich keine Gefahr, dass eure Schnur Kontakt mit der Steinpackung hier bekommt. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Absolut. Wie wir denn hin? Schaut mal, wo wir schon sind. So groß kam mir der Fisch im Biss gar nicht vor. Man lässt sich dann halt mit der Strömung fallen. Da kommen die Schlagschnur. Können wir gleich sehen, was Sache ist. Vorfach. Oh ne. Ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. Ich fällt durch. Die Art, die wir gestern beim Fiedern so häufig hatten, jetzt in einer XXL-Ausführung. Ach, was ist da los? Was ist denn das für ein Biss? Alter Vater. Die Trio-Pose hatten gebracht. Schaut es euch an, die Teile. Urige Viecher, nicht der Zielfisch, amerikanischer Catfish. Und die Population entwickelt sich rasend hier in diesem Fluss. Ich hoffe, es wird kein Problem für unseren geliebten Silurus glanis. Naja, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Im Hintergrund hört man die Kirchenglocken klocken. Finny ist immer noch am Pennen, die hat schon mal zu mir rüber gekuschelt. Ich bin schon am Packen. Ich möchte einen neuen Platz probieren und bin mega happy mit dem Verlauf der ersten Nacht jetzt hier im Herbst, Oktober am großen Fluss Italiens. Irgendwann Mitternacht rum oder 1 Uhr war es, kam der Einschlag. War ein spannender Drill, war ein toller Fisch, war mega happy. Und jetzt im Morgengrauen wurde ich nochmal von so einem amerikanischen Catweasel, von so einem Katzenwels geweckt. Das gehört dazu und macht die ganze Sache doch auch ultra spannend, ja. Ich glaube, man kann sich nicht beschweren, hätte auch deutlich schlechter laufen können. Wird bestimmt auch wieder mal schlechter laufen. Und bin gespannt, was die nächsten Tage für uns hier noch am großen Fluss bereithält. Ich nehme euch mit, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch, dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.